Quiet, please. Okay. We're shooting. Konzentration, bitte. Bitte Lehrstuhl, das kannst du sparen. Meine Rolle ist sehr super, weil meine Rolle die ist sehr vielseitig. Der Regisseur und ihm hat festgestellt, dass in meiner Rolle eigentlich alles drinnen ist, vom Kellnern bis zum Schuhputzen und Geschirr abwaschen bis zum Luderhaften. Also ich lerne da alles bei der Rolle. Sie ist verblüffend gut. Wolfram Paulus ist ein Tüftler, Regisseur, der so ganz kleine Anweisungen gibt, ganz kleine Formulierungsänderungen. Und das macht sie wirklich ad hoc immer gleich richtig. Das ist toll. Ich habe mich ein bisschen erinnert an die ganz junge Franka Potente, aber eben blond. Ne? Aber sie hat schon einen Spruch drauf gehabt, wo ich mir gedacht habe, irgendwie, das ist so ein flotter Spruch, der ist interessant. Und dann habe ich aber das irgendwie die nächsten Wochen habe ich weitergesucht wie ein Blöder. Und nur sie ist mir dann nicht wirklich aus dem Kopf gegangen. Und ich habe immer mehr Vergleich bekommen mit anderen, die wir gesucht haben. Auch in Schulen haben wir geschaut und Schauspielerinnen und wieder in Schulen. Also wir haben ja dann wochenlang weitergesucht. Und das war aber dann, wir waren schon fündig von den Gesichtern her und dann bei den Probeaufnahmen hat sich herausgestellt, dass die nicht so gut sind und dass die das nicht so musikalisch sind und so weiter. Und dann habe ich glaube ich nur zweimal die Nadja dazugeholt zu weiteren Probeaufnahmen und sie ist einfach übrig geblieben, sage ich jetzt mal. Sie hat alle anderen mehr oder weniger ausgestochen. Du kannst nicht mal! Spisse, du hast das gesehen? Was für eine Trampe! Der Wort ist so wie einer Chefin! Fertig für eine erste Probe? Ja, die zweite Position, genau. Zweite Position, probieren wir aus. Ja, machen wir. Nadja, das ist jetzt alles ein bisschen Nadja. Nur das ist jetzt alles ein bisschen gedürkt. Gell? Und ich möchte gern, dass du die zweite Position. Also unser Regisseur, das ist der Herr Wolfram Paulus. Und mit dem habe ich mich von Anfang an super verstanden. Wir sind eigentlich immer einer Meinung, wir haben dieselben Leiden, dieselben Krankheiten.